Sehr geehrter Herr Minister Remmel, sehr geehrte Mitglieder des Landtags, sehr geehrte Frau Umweltdezernentin Stuhlgies, sehr geehrter Herr Kirchhoff als Präsident der Unternehmerschaft Nordrhein-Westfalens, sehr geehrter Herr Moch vom Bundesvorstand DGB, sehr geehrte Damen und Herren des Vorstands des Klimadiskurs NRW, meine sehr verehrten Gäste aus Politik, Verwaltung, Verbänden, Organisationen und Unternehmen. Ich darf Sie heute erneut sehr herzlich begrüßen in der historischen Turbinenhalle der Stadtwerke Düsseldorf. Der Titel unserer diesjährigen Veranstaltung, hinter mir ist es ja auch noch mal groß aufgezeichnet, ist, denke ich, mit Bedacht gewählt worden. Der Titel heißt Klimaschutz mit Digitalisierung. Und ich glaube, wir sollten dieses mit nicht als und verstehen, aber vielleicht ist das auch ein Teil unserer Diskussion, sondern eher im Sinne von vermittels. Digitalisierung also als Werkzeug, als Instrument oder neudeutsch Enabler von Klimaschutz, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Mich führt diese Betrachtung zurück zu den Anfängen der Elektrifizierung, also auch zurück zu den Wurzeln der Stadtwerke Düsseldorf und hier in unsere Turbinenhalle, die damals im Übrigen vor etwa 100 Jahren Lichtzentrale hieß, weil es vorrangig um die öffentliche Beleuchtung ging. Elektrifizierung also als Instrument, als Motor für mehr Effizienz und folglich auch für Klimaschutz. Wer würde das heute noch bezweifeln? Für mich als Techniker ist historisch, also auch industriehistorisch, eher überraschend, oder man könnte sagen, das Überraschende für viele war, dass nach Jahrzehnten intensiver Entwicklung immer effizienterer zentraler Systeme die Effizienzpotenziale dezentraler Systeme in den Vordergrund getreten sind. Die Gleichung lautet also heute Klimaschutz durch Effizienz, denn Effizienz bedeutet natürlich immer auch Ressourcenschonung. Dies wiederum durch Dezentralisierung und nicht Zentralisierung und dies, und damit sind wir bei unserem heutigen Thema organisiert, verknüpft und geregelt durch Digitalisierung. Ich würde mich freuen, wenn es uns heute gelingen könnte, diesen Zusammenhang zwischen Effizienz, Dezentralisierung und Digitalisierung in den Kontext der durchaus unterschiedlichen legitimen Interessen der Akteure in Nordrhein-Westfalen zu stellen, ihn zu diskutieren, kritisch zu diskutieren, und damit sind wir schon beim Leitbild des Klimadiskurs, ihn möglichst in ein gemeinsames Handeln zu übersetzen. Ich freue mich deswegen auf unsere heutigen Diskussionen und wünsche Ihnen einen spannenden Tag. Vielen Dank.